Morgen. Wir stehen jetzt hier in Nürnberg, in einem der schönsten Plätze in Nürnberg, einem der Highlights von Nürnberg. Da gibt es vieles wie die Kaiserburg, der schöne Brunnen, die Innenstadt. Und eins der schönsten für mich, das sehen wir jetzt hier. Ja, und da wollen wir jetzt an der Zentrale des 1. FC Nürnberg, wollen wir jetzt mal in den Fanshop gehen, mal schauen, ob das eine oder andere dann in Zukunft mit uns fährt. Ja. So, wir verabschieden uns jetzt von Nürnberg und ich stelle die Navi ein. Nachdem wir das Wochenende bei der Familie in Nürnberg verbracht haben und heute Morgen ja auch noch beim FC Nürnberg an der Verkaufsstelle, oder was ist das? Am Pfalzner Weiher. Am Pfalzner Weiher, das ist, glaube ich, die Hauptstelle vom FC Nürnberg, kann das sein? Ja. Ja, da haben wir heute Nacht übernachtet, damit wir ganz früh heute Morgen noch in den Fanshop gehen könnten. Denn mein Helle ist ja ein Blubberer und er hat sich jetzt noch eingedeckt mit ein paar Fanartikeln. Und danach haben wir uns entschieden, in Nürnberg ist es so trüb, wir fahren Richtung Süden weiter und fahren jetzt Richtung Oberstdorf. Und hier scheint die Sonne. Es ist wunderschön hier. Und jetzt schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Schnee sehen. Also die Berge oben, was man jetzt schon erkennen kann, da ist Schnee. Mal schauen, wie es in Oberstdorf aussieht. Bis dann. So, wir sind jetzt hier in Oberstdorf gelandet. Bei herrlichstem Sonnenschein. Und bei vollem Stillplatz. Ja, der dürfte sehr gut besucht sein, ja. Also das sind über 100 Fahrzeuge hier, aber es ist auch wunderschön da, man kann es ehrlich sagen. Aber es ist natürlich eigentlich nicht so unsere Sache. Nein, der Stellplatz ist natürlich sehr, sehr groß. Aber so für die ein, zwei Tage, die wir jetzt hier bleiben, ist es vollkommen in Ordnung. Zumal wir ja Fähr- und Entsorge müssen. Ja, ja, wir mussten neues Wasser tanken und das haben wir hier natürlich die Möglichkeit. Außerdem stehen wir hier ziemlich zentrumsnah und wir waren eigentlich auch zu faul, uns ein freies Plätzchen zu suchen. Deswegen sind wir jetzt hierher gefahren, aber der Stellplatz an sich ist sehr schön, halt sehr voll. Kurz drehen. So, also es ist was los hier. Wir gehen jetzt in die Stadt. Wer war sie? Ja, Richtung Nebelhorn. Eventuell fahren wir mit der Nebelhornbahn hoch, bei dem schönen Wetter. Ja. So, da sieht man, wie groß der Platz ist.
abartig, was hier Autos stehen. Wir sind jetzt gleich bei der Nebelhornbahn und da muss man sagen, für Skifahrer mit Wohnmobil ist der Campingplatz wirklich sehr gut gelegen. Stellplatz ist das doch. Der Stellplatz, Stellplatz, ja. Denn das waren jetzt vielleicht 3, 4, 5 Gehminuten. Ja, wenn überhaupt, ja. Also für Leute mit Kniebeschwerden und mit Skiern ist der gleichermaßen geeignet. Ja. Dann schauen wir, gleich fahren wir hoch aufs Nebelhorn. Hier. Das als Information für die Skifahrer. Wir brauchen das nicht. So, Sie müssen umsteigen. Und noch weiter geht's. Ja. Herrlicher Sonnenschein, wunderbar. Nicht kalt, kein Wind. Herrlich, einfach toll. Ich habe gedacht, dieses Jahr gibt es keinen Schnee. Ja, hier oben ist Schnee, aber so viel Schnee ist es gar nicht, finde ich jetzt. Zumindest lang zum Skifahren. Ja, also jetzt gehen wir noch eine Station höher. Aha.
Jetzt hast du den Wind, Ursi, ja? Jetzt habe ich gerade abgeschaltet. Ja, es sieht so aus. Also mal schauen, ob meine Aufnahmen was geworden sind, denn jetzt fing gerade der Wind an und beim Schwenken war er ziemlich stark. Mal schauen. Mach mal den Ton weg. Ja, das werden wir wohl dann tun müssen. Oder hast ja. du dazu geschwätzt? Nein, habe ich nicht. Also, Ton weg, so einfach ist es. Wunderbare Aussicht, herrlich. Jetzt gehen wir noch weiter rüber, schauen uns ein bisschen um. Genau. Und zeige noch ein paar Bergbilder. Ja. Herrlich, wunderschön. Da kommt schon wieder eine. Vollgestopft sind sie alle. Hauptsächlich natürlich Skifahrer. So, da ist die Ursi auf dem Weg zum Gipfelkreuz. Bergsteigerin. Fällt bloß nichts runter. Wollen wir mal schauen. Allgäuer Bauerneintopf. Mach mal auf. Ja. Oh. Sieht lecker aus. Mal schauen, wie es schmeckt. Wollen wir mal schauen. Allgäuer Exportbier. Auch gut. Wir haben ja ein Windmikrofon. Selbst wenn der Wind leicht pfeift, können wir hier ohne Wind reinsprechen. Ja, okay. Zeig noch mal, wie der Nebel kommt. Also, wir genießen jetzt hier noch jede Minute mit dem herrlichen Sonnenschein. Auf jeden Fall, ich genieße es. Ich auch. Na also. Wenn du es genießt, genieße ich auch. Jetzt sind wir uns ja mal wieder einig. Jo. Also wir genießen jetzt noch die letzte Sonnenstrahle, bevor es hier alles zuzieht. Und dann fahren wir wieder runter nach Oberstdorf. Genau. Zu unserem ganzen Wohnmobilstellplatz, zu unserem einsamen Plätzchen. Naja, einsam. Unter einsam stelle ich mir was anderes vor. Ja, mach, kommt auch wieder. Ja, genau. Ganz schön frisch da oben. Vor allem jetzt, wenn die Ursel kommt. Frisch ist da. Schon da. Jetzt fahren wir runter, oder? Ja, klar. Kalt, windig. So schlimm ist es nicht. Sehr schlimm ist es. Nein. Ich friere es. Oh, du Armer.
Hier in Oberstdorf ist schon ganz in Ordnung, sehr zentral gelegen, als sehr viele Fahrzeuge für eine Entsorgungsstation. Fast 200 Fahrzeuge passen hier hin. Wobei man kann gut herfahren zum Entsorgen, wenn frei ist. Meistens muss man ein bisschen warten, aber dafür haben wir Zeit. So. Also bevor wir jetzt weiterfahren, entsorgen wir jetzt erstmal. Während Helle jetzt unserem Gustl Frischwasser gibt, erzähle ich euch etwas über den Stellplatz hier. So, das ist das Häuschen zur Anmeldung. Darin befindet sich auch die Dusche und das WC. Alles sehr sauber, habe ich mich davon überzeugt. Es gibt auch eine Waschmaschine und einen Trockner, die über Münzen zu betreiben sind. Ebenso die Dusche, die man also bei der Anmeldung kaufen kann. Die Anmeldung ist nicht immer geöffnet, also sollte man sich das vorher überlegen, was man braucht und was nicht. Ansonsten liegt der Platz natürlich hier sehr zentral gelegen in Oberstdorf. Man ist sofort in der Ortschaft drin und auch so wie wir das gestern gemacht haben, gleich an der Station von der Nebelhornbahn, wo es natürlich wunderbar war da oben. Ja, und sonst gibt es nicht viel zu sagen. Ich zeige nochmal einen kurzen Schwenk. Also die Wasserentnahme ist etwas nervig, auch wenn wir hier in strahlendem Sonnenschein stehen. Aber man kann hier nicht den Druck regulieren, muss ständig diese Taste drücken. Sehr nervig. Und vor allen Dingen kommt das Wasser dann mit so einem Druck, dass das meiste daneben geht. Trotz unseres Zulaufregulierers, nenne ich es mal so, Heosafe heißt es. Trotzdem geht da einiges daneben. Jetzt, wenn die Ursel ab und zu mal drückt, dann kann ich euch noch was zeigen. Drückst du da ab und zu mal drauf, Ursel? So, das ist unser Wassersystem. Und zwar haben wir hier als erstes mal einen Filter eingebaut. Das ist der Kalcherfilter und der holt dann Verschmutzungen aus dem Trinkwasser heraus, was in Deutschland vielleicht nicht so wichtig ist, aber was man im Ausland gut gebrauchen kann. Dann kann man hier zum Beispiel auf und zu machen, was jetzt in dem Fall auch uninteressant ist. So, und normalerweise kann man das Wasser so begrenzen, dass hier nichts rausläuft. Thank you.
So, was hier, erzähl mal. Wir fahren jetzt mit der Bahn zur Flugschanze hoch. Was sag ich hier? Zum Glück zu Hause. Wunderbar. Schade, dass Helle nicht mit hochgefahren ist. Ja, habe ich gemacht. Ja, den mach ich gerne nochmal. Na Helle, und wie sieht's aus? Würdest du da runterspringen? Natürlich. Ja klar, du mit deiner Platzangst und Höhenangst. Schön, dass du dich da aber doch noch durchringen konntest, mit hochzukommen. Ja, der Aufzug ist ein bisschen arg eng, ja, für 11 Leute. Aber es hat sich doch gelohnt, oder? Absolut, absolut. Wunderbarer Blick. Ja. Wunderbares Wetter. Schon spannend, ja. Ja, und wenn man sich vorstellt, die Springer, hier geht's runter. Nichts für uns. Das ist das ja bloß ein bisschen. Das ist das kleinste Problem. Da gibt es andere Glasböden. Helle ist mutig. Er kam doch noch hoch und jetzt steht er sogar auf dem Glasboden. Aha, schon sofort wieder weg. So, was ist? Ja, wir stehen jetzt hier auf der Flugschanze in Oberstdorf und wir haben hier einen herrlichen Blick. Wunderbar ist es hier. Mir gefällt es natürlich wieder bombastisch. Ja, ich finde es auch gut. Nur der Aufzug ist ein bisschen kritisch. Also, wow.
Ja, für jemanden, der Platzangst hat und dann auch noch Höhenangst, ist das eine Überwindung. Ich finde es auch ganz toll, Helle, dass du das jetzt doch noch geschafft hast. Denn es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Absolut, ein grandioser Ausblick. Ja. Wunderschön. Man sieht, wo die Burschen losspringen. Ja, okay. Also, wenn man sich das vorstellt, von da oben springen die ab. Hut ab. Also, mein Ding wäre es nicht. Das nächste Mal, wenn wir das im Fernsehen sehen, dann sehen wir das nochmal mit anderen Augen, Ursi, oder? Ja, auf jeden Fall. Respekt, die Burschen. Ja. So, aber wir Mutigen gehen jetzt dann auch wieder runter. Ja, genau. Und jetzt fahren wir endgültig weiter. Ja, okay. Genau, da hast recht. Jetzt geht's wieder abwärts. Jawohl. Wir gehen zu. Und Achtung, Die Gondel in dem Turm ist etwas eng. Ja. Mit 11 Personen habe ich erst im Moment einen Schreck bekommen. Aber die ist gut. Und da ist Platz und wir sind nur zu zweit hier drin. Ja. Die Einzige, die runterfahren. Aber es hat sich gelohnt. Thank you.